So, nach fast 20 Minuten darf ich das erste Mal wieder selbst spielen. Yay. Erwartet so, du wolltest in dieser Aufnahme den Part die Story davon beendet haben, war es nicht so? Die Story kriege ich nie und nimmer beendet. Also ich meinte, das Kapitel, so meinte ich das. Wollte eigentlich den Part beenden, ne? Naja, ich schneide das immer erst nachher auseinander. Ich nehme einmal alles am Stück auf. So, ich brauche ein paar Sinelbeeren. Ich brauche eine Fragierbeere. Ich muss erstmal so Lange mit. her, dass ich den Spiel vermutlich mal sagen. Ja, ich spiel in letzter Zeit nur noch Super Mystery Dungeon und da ist es auch schwierig, wieder hier reinzufinden. Muss ich mal so sagen. So, die da müssen wir auch noch wegtun. Lässt auch den 100 Und Ebenen Ort machen. nee, das werde ich glaube ich nicht mehr machen. Das ist mir für das LP ein bisschen zu viel dann. Das ist was, was ich privat mache, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, aber sonst. Ja, ich dachte, mit dem Globus holen. Die 7 Schätze kann ich mir vielleicht noch holen, aber das wäre es Das dann ist auch ja schon. einfach. Aber wir kommen den Globus. Der Globus, hallo? Habe ich noch eine Persifbeere irgendwo? Habe ich ernsthaft keine Persifbeeren mehr? Oha. Ein paar Wurf-Items könnte ich mitnehmen. Die Wochenenden sind eigentlich immer gut. Von dem her. Warum verkaufst du die Samen nicht überhaupt? Okay, du kannst sie in der Bar benutzen. Ja, die wollte ich eigentlich noch verkaufen, aber da kam das Event mit der Zukunft halt jetzt gerade dazwischen. Was habe ich denn gerade? Hattest du in der Bar schon das Kabalos-Event? Nee, das hatte ich noch nie. Ich habe noch nie einen Das Haupt. hatte ich Ich im habe noch nie Himmel einen immer. Hauptgewinn rausgezogen. Ich hatte es im Himmel fast immer gehabt. Ich denke nur so, Alter, auch noch Kabalores. Ich sehe die Zähne so, aber ich denke nur so, Alter, bitte. So. Jetzt muss ich mich wieder dran gewöhnen, dass ich nicht B drücken muss, wenn ich durch meinen Partner durchrennen muss. So. Okay. Hier ist ein Ditto auf der Ebene. Ja, das war das Ditto. Da ist Geld. Okay. Den Dungeon-Aufbau habe ich zumindest schon mal wieder im Kopf. Dann weiß ich auch hier, wie ich vorgehen muss. Ja. Gut, dass Fliege das auch klärt. Hier ist die Nutzt Treppe. du auch Wunderbriefe? Eigentlich nie. Das mag ich am allerliebsten, wenn ich direkt neben der Treppe spawne. Apfel. Jetzt muss ich dir mal schauen. Ja, hier habe ich es schräg liegen hingelegt. Okay. Ja, jetzt habe ich aber Glück mit den Treppen und vor allem, ich finde hier kaum Pokémon. Ja. Oh, das bietet sich jetzt gerade viel zu gut an. Ja, das sollte ich mir auch immer mal wieder im Kopf behalten. Normale Angriffe sind hier noch nicht schwach wie nicht nochmal was. Machen nicht nur 5 Schaden wie in den letzten zwei Mystery Dungeon Teilen. Ja, gut. Oh, ein trifft Zeppeli. Ach, Finalschlag. Und ah, nee, danke. Zen-Kopfstoß. Das ist böse. Das macht man lieber mal so. Oh, Level Up, sehr schön. 31. Ja, nicht mehr lang und ich krieg mein. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was kommt bei mir zuerst? Kommt erst die Agilität oder erst der Ladungsstoß? Ich meine, es kommt. In Gen 4 war Agilität noch vor dem Ladungsstoß. Ich glaube schon.
schon. Also ich meine, Agilität kriege ich vorher. So. Brauchst du im Spiel ein Item? Hm? Brauchst du im Spiel eigentlich ein Item? Was für ein Item meinst du jetzt genau? Einfach allgemein im Spiel, brauchst du ein Item? In welchem Spiel meinst du jetzt genau? Super Mystery Dungeon oder hier? Brauchst du ein Item? Ich weiß jetzt nicht genau, was du da so genau meinst, mit ob ich ein Item brauche. Weil Items gibt's hier sehr viele. Oh, ich darf wieder vorlesen. Sieh mal, Kilian, könnte das da drüben der Ausgang sein? Lass uns dorthin gehen. Ja, haben wir unseren Vorsprung zu den Zubiris ein bisschen vergrößert? Ruhen wir uns jetzt etwas aus. Oh, da ist Wasser. Was? Dieser Wasserfall. Das Wasser fließt nicht. Das Wasser ist mitten in der Bewegung erstarrt. Hat Reptane doch recht? Ist die Zeit in der Zukunft wirklich stehen geblieben? Wieso hat Zwirfins uns an diesen Ort gebracht? Der große Zwirfins, der so freundlich zu uns war. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Wenn wir nur irgendwie die Wahrheit herausfinden könnten. Oh, ich weiß wie. Es gibt einen Weg, die Wahrheit herauszufinden, Kilian. Und wie? Dein dimensionaler Schrei. Setz deinen dimensionalen Schrei ein, Kilian. Berühre dieses erstarrte Wasser. Wer weiß, vielleicht siehst du ja etwas. Oh, ich verstehe. Das stimmt. Ein Versuch ist es wert. Wenn ich das erstarrte Wasser berühre, dann erfahren wir vielleicht etwas darüber, was hier geschieht. Wir dürfen nicht trödeln. Diese Zubiris holen uns sonst ein. Mach schnell. Und, Kilian, kannst du etwas sehen? Nein, ich sehe nichts. Nichts? Schade. Ich würde mir weniger Sorgen machen, wenn wir auch nur annähernd verstehen würden, was los ist. Wir haben gar nichts erfahren. Wir haben hier viel Zeit verschwendet. Wenn wir uns nicht beeilen, holen uns die Zubiris ein. Machen wir uns auf die Beine, Kilian. So. Okay. Jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz was schauen. Ich bin momentan immer noch ein bisschen mehr auf Spezialangriff. Was lagern wir denn? So. Dann gehen wir doch gleich mal weiter hier. Ich probiere nachher mal den Mystery Code aus, den ich dir geschickt habe. Ich will hier eigentlich nur mit der Story weitermachen, aber egal. Mal schauen. Ist gut. Das Kraftband ist für ihn. Spezialband für mich. Ein Apfel. Ich muss mich hier eigentlich auch mal wieder dran gewöhnen, dass ich die meisten was war das? Okay, Lahmfalle nur. Dass ich hier gar nicht mehr so viele Äpfel brauche, wie ich normalerweise bräuchte. Weil in Super Mystery Dungeon brauche ich so im Durchschnitt alle 4-5 Ebenen, wenn nicht sogar alle 2 wieder einen Apfel, weil sich der Magen da so schnell leert. Alter, das ist ja nervig. Und dann steckst du mir das Spiel vor, ja. Naja, die Dungeons sind dafür nicht sonderlich lang. Also das längste, was ich bisher hatte, war ein Dungeon mit 43 Ebenen, aber ich weiß, dass noch einer mit 99 drin ist. Willst du das sagen, was ich aus Versehen getan habe? Ich habe mir alle DLC-Dungeons zu Pokémon Mystery Dungeon Portal in Unendlichkeit geholt. Okay. Alle DLC-Dungeons, das war scheiße teuer und das bereue ich alles. Ja, das Spiel lässt sich auch super ohne die DLC-Dungeons spielen. Ich weiß.
Oder du brauchst auch die DLCs nicht, weil sie einfach scheiße sind. Ich dachte so, komm, hol ich mal einfach 100% halber, ne? Aber das war alles Schatzbox. Teuer. Also ich habe mal geschaut, wie viel ich dafür ausgegeben habe, so insgesamt, nur für diese paar Dungeons, ne? Ja, ja. Ich sag mal, es war sehr viel. So. Ich weiß gar nicht, was die alles gekostet haben, aber... Ich glaube, das war ungefähr jeder Dungeon so 3 bis 5 Euro. Bin mir gar nicht sicher. Ach jo, du kriegst mit... Ach ja, Kraftwelle. Ich bin aus dem Mal Pokémon Competitive, so alter Kraftwelle, das Ding ist ein Geist-Pokémon, dachte ich eben gerade. Wenn mir so ein... Ach ja, ist aber anders hier, ne? Es macht zwar nicht viel Schaden, aber es macht Schaden. Ja, Ninja Tom hat ja auch keine Wunderwache, leider. Wunderwache, aber viel KP, ne? Hm. Ich finde, als Geist spielen ist das schon nice. Was ne? ist denn hier los? Ich finde, da als Geist spielen ist schon nice, durch die Wand gehen, ne? Ja. Aber du verlierst dadurch, glaube ich, in meinem Leben und sehr viel Hunger. Wieso war das? Also kriegen wir aber keinen Schaden. Aber kein Schaden in andere Richtung. Das hat ein Willi was angekostet. Weil das arme Riolo. Weil er auch unbedingt drauf haben muss, wenn der einen Gegenstoß macht. Naja, Computer, sag ich mal, ne? Die KI ist in den Spielen immer besser geworden. Ja, aber das ist halt noch ein eher älteres ja. Spiel, ne? Also die KI in Super Mystery Dungeon, die ist schon echt gut. Also die positionieren sich teilweise auch so hin, dass sie mit ihren Distanzattacken und allem möglichen draufhauen können. Teilweise auch relativ weit weg vom Gegner, damit sie möglichst oft damit hitten können. Ja gut, hab ich gesagt. Da ist es eigentlich fast egal, mit was ich draufhau. Meine Attacken sind da alle nicht sonderlich effektiv. So kurz, aber auch ein Monster, muss man von denen her auch sagen. Hat Riolu Gift-Typ? Ja, ich habe die TM relativ früh mal in einer Mission bekommen. Alter. Also ich kann dir ja mal die Smoveset zeigen, was er hat. Ja. OP geht's nicht, ne? Tarnsteine. Ups. Also geil. Eine Persivbeere, das passt super. Ich habe keine mehr. Noch ein Apfel. Oh, hier ist Sackgasse. Gut, dass meine Stats alle schon so stark sind. Zum Glück, ne? Ja. Ich glaube, am Himmelsturm hast du ein paar Probleme, obwohl... Also mit Pikachu habe ich nie Probleme im Playthrough. Wie gerade Himmelsturm, ob du da Probleme haben wirst. Also, nicht Zeit. Dialga kommen, wenn ich nicht sage. Und gegen Dialga habe ich auch keine großen Probleme. Hatte ich da früher richtig Probleme, also dahin zu kommen auch noch. Also, meine größten Problem-Dungeons habe ich schon hinter mir. Ich habe wirklich noch Probleme bei dem Ende. Also bei den Dungeons von Dialga, bei Dark Knight nicht, aber nur bei Dialga habe ich noch Probleme. Boah, nee, jetzt hat der einen Boost bekommen. Ja. Was ich immer so geil finde, ne? Darkrai war halt so im Event, ne? Und das spielt einfach in dem Spiel, sag mal, eine große Rolle, ne? So als Fadenzieher, ne? Okay, ja. Ein Bannett. Ich muss hier wieder mit der Knopfbelegung wieder zurechtkommen. Hier, Heilsamen, okay, das ist immer praktisch. So.
Schmiede und eine TM Taucher. Okay. Taucher sagt hallo. Gut, dass, dass man hier durch Finale nicht sterben kann. Oh, das ist gut. Oh, das macht gewaltigen Damage. Hm. Na? Ganz kurz KP regenerieren. So. Und direkt neben der Treppe. So mögen wir es doch. Und wieder ein Level Up. Das ist auch sehr ungewohnt, dass man so viele Level Ups kriegt. Weil in Super Mystery Dungeon dauern die Level-Ups ewig. Schon wieder eine TM. Also, TMs sind hier eigentlich ziemlich selten, will ich nur mal so sagen. Eigentlich. Ja. Na, ich habe auch eine TM gefunden. Na gut, meine wichtigste TM finde ich sowieso jedes Mal. Durchbruch. Och, Alter. Ja, setze ich hier auch die ganze Zeit ein. Ich finde ganz oft Donner. Und. Hm. Ich glaube, diesen Blog habe ich gefunden mal. Und hier ist also extreme Scheiße habe ich gefunden. Ebene 11. Oh, das ist schön, dass du den paralysierst. Ja, den sollte ich tatsächlich lieber mit. Wobei mit Ruckzuck gibt, glaube ich, mache ich hier noch. Oh, nee, ich mache jetzt tatsächlich mit dem Donnerblitz am meisten Schaden. Donnerblitz ist auch stealth. Komm, es ist Slime Cross. Oh, Gigasauger. Geil. Was mir da einfällt, man kann ja erste Generation Pokémon auf die siebte Generation tauschen, ne? Nur wenn du die Virtual Konsole dann hast, ich ja. Weiß, was ich, ja. Weißt du was? Lava Solarstrahl. Das ging? Lava von Solarstrahl. Ja, stimmt, in Gen 1 ging das, ja. Sonnenteam confirmed. Das ist in der Sonne-Konte, ist was. Machomai, ich denke, Machomai wird da Party jetzt aufsteigen, dann, wenn es die Attacke hat, ne? Die Rede von der Attacke, ne? Welche genau meinst du jetzt? Biovisur. Ach so, ja, stimmt. Das Set wird aber sowas von verbannt werden. Auf jeden Fall, Alter, hört man hier sowieso auf, Treffer. Machst du Beistand auf, reicht, ne? Am besten noch so ein Gravity Support einfach, damit es immer trifft, ne? So, ist der Dungeon vielleicht bald mal aus? Wenn es so ist, dann will ich mir schon mal was überlegen, so ein kleines Combo-Moment. Gravity. Was kann er. Demeteros kann Gravity, die Erdanziehung. Weil ich die Erdanziehung weiß, was passiert, ne? Ja, ich weiß. Und dann ist der Flug nicht mehr sicher.